Hans-Joachim Watzke und Jürgen Klopp am Mittwoch, nachdem das offiziell war, was kaum einer hatte kommen sehen. Klopps Rücktritt hat ein ganzes Land überrascht und seine Kollegen tief getroffen. Die bewährte BVB-Troika, bald ein Bild von gestern. Vor allem Watzke musste kämpfen, wie in seinem Eingangsstatement deutlich wurde. Wir haben in den letzten Tagen auf Initiative von Jürgen einige Gespräche geführt und haben dann die gemeinsame Entscheidung getroffen, dass der Weg, den wir jetzt 7 Jahre, glaube ich, mit unglaublichem Erfolg gegangen sind, dann jetzt am Ende der Saison zu Ende ist. Watzke den Tränen nah. Seit 2008 arbeitet er mit Klopp zusammen, hat große Erfolge gefeiert. Die Meisterschaft, das Double, und zwar aus dem Nichts. Denn viel konnte er Klopp bei dessen Antritt in Dortmund nicht bieten. Trotzdem hat der sich nie beschwert wie andere, sondern den Klopp zeitweise zurück an die Spitze geführt. Jürgen, du kannst, glaube ich, sicher sein, nach diesen fantastischen Erfolgen, die wir zusammen erzielt haben, und dieser unfassbar guten Zusammenarbeit, dass dir der Dank aller Borussen, der ewige Dank aller Borussen, ganz sicherlich zuteil wird. Die Fans in Dortmund sehen das ähnlich. Viele von ihnen verehren Klopp nach wie vor. Ich war geschockt von der Nachricht. Meine Tochter, wir sind im Fanclub. Die hat mich angerufen, du konntest erst nicht glauben. Ne? Ja, es war jetzt ein schlechtes Jahr nach den ganzen erfolgreichen Jahren. Und ich denke mal, dass man mit 9 Spielern die Kurve kriegen könnte mit Jürgen Klopp. Ja, also meiner Meinung nach hätte er eigentlich weitermachen können und dürfen. Also meine Unterstützung hätte er gehabt, definitiv. Das Einzige, was mich in diesen Momenten ein Stück weit auch tröstet, ist die Tatsache, dass unsere Freundschaft mit Sicherheit bestehen bleibt.